Hi, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Wir haben vom guten Autor Mister, haben wir ja schon den Hauptbahnhof Koblenz spendiert bekommen und jetzt hat er auch noch den Hauptbahnhof Hamm für uns im Steam Workshop hochgeladen, 41,6 MB groß und schon 444 Downloads. Er schreibt hier, heute teile ich mit euch das maßstabsgetreue Modell eines der schönsten Bahnhofsgebäude in Deutschland, welches allerdings nicht in einer der großen Metropolen zu finden ist. Der Bahnhof Hamm-Westfalen gehört in fast allen Rankings zu den Top 10 in Deutschland. Hier gibt es noch eine schöne Geschichte zu dem Bahnhof und wir gehen einfach mal ins Spiel und gucken uns da dieses tolle Modell an und natürlich ein großes Dankeschön an den guten Mister und den Download-Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Im Spiel zu finden ist der Bahnhof unter Landschaftsbau, Assets, dann habt ihr hier das blaue Viereck vom Mister und dann der Bahnhof selber, auch kein Vorschaubild, aber nicht weiter tragisch, der Bahnhof funktioniert sehr, sehr problemlos. Hier haben wir das schicke Gebäude, wir können hier wieder die Größe einstellen. Können wir auch runterskalieren auf 60% oder hoch auf riesig, auf Mania. Also wir haben hier 150 und dann noch eins größer, ich denke 160%. Dann können wir hier einstellen mit dem Schieberegler, ob hier Sims wohnen, bis zu 25 Stück. Und oder ob hier das Gebäude auch Sims anzieht zum Einkaufen, damit hier natürlich auch ein bisschen Verkehr ist. Dann können wir hier die Terra-Angleichung noch aus- und anstellen, ob sich das Gelände an den Bahnhof anpasst und dann platzieren wir das Ganze hier mal und dann haben wir wirklich ein schickes Gebäude, muss ich schon sagen. Also hat er nicht zu viel versprochen. Wirklich toll, auch die Farbgebung des Gebäudes. Das Logo der Deutschen Bahn darf natürlich nicht fehlen. Die Bahnhofsuhr und für alle, die ja nicht wissen, wo sie hinwollen, steht auch noch Bahnhof dran. Nicht wissen, wo sie hin sollen, natürlich. Man weiß ja, dass man zum Bahnhof will. Und dann hat man hier auch noch den Schriftzug. Hier geht's zum Bahnhof. Ja, wirklich toll. Das Ganze ist natürlich auch am Bahnhof nutzbar, wenn wir hier einen Bahnhof bauen. Machen wir hier mal 4 Gleise. Stellen das hier hin. Dann klickt ihr auf den Bahnhof. Nehmt euch hier die Gebäude weg. Baut dann hier einfach kleine Gebäude ran. Machen wir hier einfach mal 3 Stück. Das ist jetzt nur zu Vorführzwecken und dann könnt ihr euch den Bahnhof hier auch platzieren, wie ihr das haben wollt. Terra-Angleichung machen wir mal aus und dann platzieren wir den hier. Ich würde ihn vielleicht sogar so rumbauen, dann passt er hier besser hin. Ja, so ein bisschen. So. Und dann finde ich, dass sich diese Gebäude hier sogar gut einpflegen. In das Gebäude selber haben wir hier auch noch Uhrentürme mit dran. Und dann haben wir hier unser Bahnhofsgebäude quasi am Bahnhof platziert. Und wenn ihr da einstellt, dass hier Sims auch noch wohnen, beziehungsweise zum Einkaufen hinfahren, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, dass die hier... Na, ihr seht hier vorne die blauen Linien. Da gehen die Sims dann in den Bahnhof rein. Also das funktioniert ohne Probleme. Können wir hier noch die Straße rumziehen. Wartet mal. Dann machen wir es auch richtig. So, dann verbinden wir das Ganze. Und dann könnt ihr das auch wunderbar für den Bahnhof selber benutzen, ohne dass das wirklich ein Bahnhofsmodul ist. Denn wenn ihr hier draufklickt, Passagiergebäude, na, ihr seht, als Modul ist das leider, leider nicht verfügbar. Es ist nur in Anführungsstrichen ein Asset, aber wie gesagt, vollkommen problemlos hier benutzbar. Wenn wir jetzt hier eine Stadt hinbauen und wir klicken auf den Bahnhof, seht ihr, der Bahnhof ist mit der Stadt quasi verbunden. Das Einzugsgebiet ist da und es fällt gar nicht wirklich auf, dass das Bahnhofsgebäude hier eigentlich nur ein Asset ist, was da über die eigentlichen Bahnhofsgebäude drüber platziert wurde. Man kann da auch andere Bahnhofsgebäude nehmen. Aber ich finde, das passt eigentlich wirklich, obwohl das jetzt nur schnell hingefriemelt war, eigentlich sehr gut. Ne, das zusätzliche Dach hier, genauso wie hier, ich finde das eigentlich, ja, eigentlich ganz ansprechend. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu diesem
tollen Bahnhofsgebäude, was uns der Mister hier spendiert hat. Vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr. Wie gesagt, Koblenz hat er jetzt rausgebracht, jetzt das Bahnhofsgebäude aus Hamm. Bin da sehr gespannt, ob da noch mehr kommt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank an den Mister für diese beiden Mods und in dem Sinne bedanke ich mich und sage ciao, ciao, macht's gut.